willkommen an diesem Mittwochmorgen zu einer neuen Ausgabe von Update Wirtschaft hier direkt vom Frankfurter Börsenparkett. Was in der Politik, was in der Wirtschaft geschieht, das spiegelt sich natürlich auch an der Börse wider. Und das gilt vor allem aktuell wegen des Russland-Ukraine-Konflikts. Wie steht es um unsere Gasversorgung? Das ist die große Frage, ein wichtiges Thema in dieser Sendung. Doch zunächst schauen wir auf die Autoindustrie, eine Schlüsselindustrie in Deutschland mit alles in allem Millionen von Beschäftigten. Der Automobilverband lädt heute zur Pressekonferenz und schaut natürlich auch auf das Autojahr 2022, wo ja auch die alten Probleme noch länger anhalten. VW will zum Beispiel nach Ostern fast alle Nachtschichten in Wolfsburg streichen. Die Produktion liegt immer noch weit unter dem Vor-Corona-Niveau. Aber Lieferprobleme, Chip-Probleme, das ist nicht das Einzige. Es geht auch um den E-Auto-Boom. Also, wie wird das Autojahr 2022? Darüber möchte ich sprechen mit Professor Stefan Pratzel vom Center of Automotive Management. Guten Morgen, Herr Professor Pratzel. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, bevor wir in die Zukunft schauen, das Jahr hat zwar schon angefangen, aber es dauert ja noch ein bisschen, schauen wir doch nochmal zurück. Chipmangel, ein Riesenthema. Die Autohersteller haben ganz laut geklagt, aber sie haben gleichzeitig Rekordgewinne im letzten Jahr eingefahren. Wie ist denn das möglich? Ja, das ist tatsächlich eine interessante Entwicklung. Ich glaube, da haben die Automobilhersteller ja selbst nicht so richtig dran geglaubt. Was die Hersteller gemacht haben im Zuge dieses Chipmangels, sie haben die verbliebenen Chips auf höherpreisige Fahrzeuge fokussiert. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist, wir haben einen Nachfrageüberhang. Das heißt, sehr viele Leute wollen im Moment ein Auto kaufen, aber das Angebot ist sehr gering. Es gibt eben deswegen auch praktisch keine Rabatte, die es sonst gibt. Und beides führt dazu, dass die Automobilhersteller, obwohl sie weniger Autos verkauft haben, als in einem Normaljahr Rekordgewinne am Ende produzieren. Natürlich eine gute Nachricht für die Aktionäre, weniger für die Verbraucher. Dazu kommen wir noch. Wir bleiben aber noch ein bisschen beim Chipmangel. Wie lange hält dieses Problem denn noch an? Gibt es Aussicht auf eine Besserung, auf ein Ende dieses Mangels am Ende des Jahres? Ja, leider wird das uns noch ein Weilchen begleiten, aber ich glaube, wir haben den Höhepunkt schon überschritten. Wir gehen davon aus, dass sich die Lage ab Frühjahr etwas entspannen wird. Da gibt es einige Anzeichen, aber grundsätzlich wird uns der Chipmangel auch im Jahr 2022 noch begleiten, in etwas geringerem Maße als im vergangenen Jahr. Sie haben es schon erwähnt, die Autobauer haben sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht, zumindest aus Ihrer Sicht. Sie verbauen nämlich die wenigen Chips oder ja, die geringere Anzahl in Luxusautos. Damit kann man natürlich höhere Margen einfahren. Und das scheint jetzt die neue Strategie der deutschen Autohersteller zu sein, alles auf Luxus. Ist das die richtige Strategie? Ja, wir sehen tatsächlich diese Tendenzen einerseits hier bei den großen Autobauern wie etwa Mercedes, aber auch bei Audi, dass sie versuchen, eine stärkere Premium-Strategie zu verfolgen. Das heißt, tatsächlich eher höherpreisige Fahrzeuge zu präferieren. Man muss vielleicht ein Stück weit unterscheiden. Jetzt ein Audi innerhalb des Volkswagen-Konzerns sehe ich da relativ entspannt, weil innerhalb des Volkswagen-Konzerns bieten dann eben Marken wie VW oder eben auch Skoda etwas niederpreisigere Fahrzeuge in kleineren Segmenten an. Mercedes sozusagen fokussiert sich eben auch sehr stark auf höherpreisige Segmente, auf eine Luxusstrategie. Hier kann irgendwann das Problem kommen, dass die hohen Aufwendungen, die die Automobilhersteller für die neuen Technologien haben, Elektromobilität ist ja nur ein Thema, ich erinnere an das Thema der Fahrzeugsoftwarearchitekturen, der Betriebssysteme oder auch das Thema autonomes Fahren, das sind enorme
Forschung und Entwicklungsmittel notwendig. Und wenn man die auf deutlich weniger Fahrzeuge umlegen kann, kann das zu einem Problem führen. Wir werden sehen, wie das Spiel ausgeht. Im Moment haben alle Automobilhersteller aus Deutschland, glaube ich, die Zeichen der Zeit erkannt. Es geht jetzt um die Umsetzung dieser großen, wichtigen Zukunftsthemen. Und das wird noch 2-3 Jahre dauern, bis man die ersten Erfolge sieht. Aus Verbrauchersicht sind das ja nicht unbedingt gute Nachrichten. Also weniger Autos, der Gebrauchtwagenmarkt ist leergefegt und dann setzen alle noch auf Luxus. Was macht denn der Normalautobesitzer, der eben nicht so ein großes Portemonnaie zu Hause hat, der schaut gerade in die Wäsche? Ja, das ist tatsächlich im Moment nicht ganz einfach. Wir sehen Tendenzen, dass der ein oder andere sein Auto länger fährt, weil es tatsächlich wir im Moment in höherpreisige Regionen, auch im Gebrauchtwagenmarkt, kommen. Es gibt auch einige, die ein Stück weit deswegen abwarten, weil sie noch nicht genau wissen, sollen sie in die Elektromobilität einsteigen. Hier muss man tatsächlich sagen, es wird sich 1-2 Jahre noch hinziehen, bis sich die Lage etwas entspannen wird. Wir rechnen schon damit, dass ab dem Jahr 2023 die Verfügbarkeit von Fahrzeugen auch im Elektromobilitätsbereich sehr viel breiter sein wird und dass dann die Preise wieder etwas niedriger sein werden. Also sein altes Auto noch gut pflegen und aufpassen, vielleicht ist das die Devise. Sie haben das Stichwort geliefert, Herr Professor Pratzel, die E-Mobilität, das ist das große Thema, ist natürlich schon länger ein großes Thema. Wenn man sich auf die Marktanteile anschaut, deutscher Hersteller weltweit, dann muss man feststellen, dass die zurückgegangen sind. Also der Wettbewerb geht gerade zugunsten von chinesischen Herstellern und vor allem von Tesla oder für Tesla aus. Tesla hat die meisten Autos verkauft. Tesla uneinholbar? Uneinholbar ist Tesla nicht, aber Sie haben es richtig gesagt. Tesla ist der Marktführer bei der Elektromobilität. Im letzten Jahr 930.000 Fahrzeuge verkauft. Zum Vergleich, Volkswagen kommt auf rund 450.000, also auf rund die Hälfte von reinen Elektrofahrzeugen. Und auch richtig, der Wettbewerb im Elektromobilitätsbereich, der wird härter und stärker. Hier hat Volkswagen, obwohl sie mehr Elektrofahrzeuge verkauft haben, dennoch Marktanteile verloren. Insbesondere auch chinesische Automobilhersteller werden immer stärker. Von Marken, die man hier noch nicht kennt, wie BYD oder etwa NIO, die kommen demnächst eben auch nach Deutschland, nach Europa. Teilweise sind sie schon in einzelnen Märkten präsent. Das heißt, man muss sich auf einen stärkeren Wettbewerb einstellen und das wird insbesondere in China sehr relevant. China ist der wichtigste Markt für einen Konzern etwa wie Volkswagen, aber auch BMW und Mercedes. Und wenn man in diesem Markt Marktanteile verliert, etwa im Elektromobilitätsbereich, dann läuten die Alarmglocken und entsprechend muss man jetzt hier im Bereich der Elektromobilität schnell stärker werden, sonst droht man ein Stück weit den Anschluss zu verlieren. Aber es ist ein Langstreckenrennen, das muss man auch dazu sagen. Das Thema wird nicht in den nächsten 1-2 Jahren erledigt sein, sondern wir reden von einer Transformation in den nächsten 5-10 Jahren auch im Elektromobilitätsbereich. Also ich glaube, die deutschen Hersteller werden hier auch hohe Marktanteile in den nächsten Jahren gewinnen. Das sind die Aussichten für die nächsten Jahre. Kurzfristig wird es wohl noch einige Probleme geben und kurzfristig muss man auch vielleicht mit Rückschlägen rechnen, aber insgesamt wohl ganz gut aufgestellt. So fasse ich das, was Sie uns gesagt haben, zusammen und bedanke mich ganz herzlich bei Professor Pratzel. Schön. Lieferprobleme, Chipmangel, das ist natürlich kein deutsches Problem, das ist ein weltweites Problem für die Autobranche. Und da gibt es ein Wettrennen, wer kommt eigentlich besser damit klar? Und lange schien es, dass Toyota
besser damit klarkommen. Toyota hat deutlich weniger Chip-Probleme vermeldet als Volkswagen und hat auch heute Morgen frische Zahlen vermeldet. In den ersten 9 Monaten des neuen Geschäftsjahres ein Gewinn von 17,4 Milliarden Euro. Der Absatz ist gestiegen im Gegensatz zu Volkswagen. Aber auch Toyota musste jetzt die Produktionsziele senken. Trotzdem scheint tatsächlich der japanische Autoriese besser mit den Lieferketten zurechtzukommen. Und das liegt auch an einem unterschiedlichen Geschäftsmodell oder einem besonderen Geschäftsmodell. Toyota hat nämlich Lehren aus der Katastrophe, Tsunami-Katastrophe aus dem Jahr 2011 gezogen und hat seine Beziehung zu den Zulieferern ganz neu aufgestellt. Und Apple oder auch Tesla, die scheinen das ein wenig nachzumachen. Und was macht Toyota besser? Darüber möchte ich jetzt mit Professor Hans-Erich Müller von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin sprechen. Er hat sich nämlich das alles genauer angeschaut und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Professor Müller. Ja, was macht Toyota besser? Toyota galt ja lange Zeit als sozusagen der Meister der Auslagerung, des Outsourcing, um nur ja alles schön billig zu halten. Aber Sie haben da genauer hingeschaut und haben festgestellt, das stimmt so gar nicht. Ja, vielen Dank, Frau Holz. Ja, das ist schon manches überraschend auf dem Gebiet. Was macht Toyota anders? Einerseits zwei Dinge. Die Sache mit der Ungewissheit umzugehen. Und das war die Frage bei den Naturkatastrophen und aber auch, sagen wir mal, im Produktprogramm. Sie haben ja immer noch nicht nur auf Elektro gesetzt, sondern Hybrid erfunden. Und die Brennstoffzelle ist immer noch im Programm. Also hier gibt es einen Unterschied gegenüber den anderen Herstellern. Und der zweite Punkt ist, lange Zeit sagte man in der Automobilindustrie, mehr als 25% dürfen die Endproduzenten nicht selber machen. Sie müssen alles auslagern. Aber wenn man genauer hinguckt, ist es völlig anders. Toyota macht 75% selber in dem Netzwerk, was es betreibt. Es bindet die Zulieferer ein in ein Netzwerk, was vielleicht auch typisch für Japan gewesen ist. Man darf sich allerdings nichts vormachen, weil Toyota auch immer auf Effizienz achtet. Die Fachleute sprechen da von Tough Love. Ja, also das ist schon etwas rauen Liebe oder Beziehung zwischen Toyota und Zulieferern, wenn ich das mal so übersetzen darf. Okay. Genau. Ja, da gehen wir noch mal näher darauf ein. Also Zulieferer, das war das Stichwort, das Sie genannt haben, und das deckt sich tatsächlich auch mit diesen Ergebnissen aus den Lehren der Tsunami-Katastrophe. Man hat die Beziehung zu den Zulieferern auf neue Beine gestellt. Also enger, Sie sagen ja schon eine etwas rauere Liebesbeziehung. Aber was heißt diese Beziehung denn? Was bedeutet die? Was ist da anders? Naja, die Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, das ist entscheidend für das Toyota-Modell, was früher auch als Lean Production bezeichnet wird und heute erneut mit agiles Management wieder auftaucht. Das ist die Besonderheit und das können die anderen nicht. Nun waren wir aber in Zeiten vor der Krise offenbar oft der Meinung, dass die Globalisierung so ist, dass man überall alles kaufen kann und dass es eigentlich gar kein Zentrum mehr gibt in der Welt. Man kann eigentlich das Headquarter überall verlagern und alles überall beschaffen. Das ist auch aus jetzt wissenschaftlicher Sicht nicht richtig. Die Welt war niemals grenzenlos. Es war immer schon die großen Machtzentren Nordamerika, Asien und Europa, die auch Handelszentren sind, auch Kompetenzzentren sind. Die Entfernung spielt eine Rolle. Distance matters heißt das. Das wird häufig unterschätzt. Und man kann aus der Pandemie lernen, weil die hat uns deutlich gemacht, dass die Distanz eine große Rolle spielt. Was lernt man daraus? Holt man alles nach Hause? Produzieren wir jetzt komplett in Deutschland? Ein Exportland? Ja, das könnte man denken, ja. Das gab es ja historisch schon mal, den Wunsch, und es ist völlig gescheitert. Es wird auch weiterhin scheitern. Aber es wird eine Neubestimmung, denke ich, geben, insbesondere was die Schlüsseltechnologien bestimmt. Das bedeutet ja, dass man mehr auf den
auf die Fähigkeiten in den jeweiligen Regionen achtet und dass wir in diesem Fall für uns Europa, man wird hier eine globale Strategie weiterverfolgen, aber auch eine lokale. Da gibt es ja jetzt gerade die Initiative aus Europa durch den Chips Act, also dass man versucht Chips, also Computerchips, nicht Kartoffelchips, dass man die europäische Souveränität wieder entwickeln muss. Also nicht auf die Welt gucken, wir können das überkommen. Bitte? Halten Sie für richtig? Also ist das aus Ihrer Sicht eine richtige Maßnahme, Souveränität, mehr Schlüsselindustrien hier nach Europa oder nach Deutschland zu holen? Ja, das ist eine Sache, die schwer zu machen ist. Aber sie ist notwendig, weil es gibt ja die Kritik an der Industriepolitik. Die ist ja auch in vielen Fällen richtig. Aber alle machen es. Die großen asiatischen Chiphersteller, und das ist ja die entscheidende Sache bei den Hochtechnologie-Chips, die sind führend in Taiwan. Und man weiß ja nicht, wie es in Taiwan wiedergeht, angesichts Geopolitik, das ist aber auch schon Thema. Die Amerikaner, denen ist gelungen, dass eines der bekannten Hersteller dort, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, dass die ein Werk in der Wüste in den USA aufbauen. Und nun gibt es ja vom Integrationsminister Kerry auch diese Initiative, glaube ich, heute soll das wohl kommen, Europa hier auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologie aus, ich denke mal, geostrategischen Gründen stark zu machen. Ob das gelingt, ist auf einem anderen Blatt. Also man muss das schon genauer hingucken. Energiepreise und anderes. Warum bauen die in der Wüste? Ne? Herr Professor Müller, kurz zum Abschluss. Also wie ist denn die deutsche Industrie vor diesem Hintergrund aufgestellt? Ist sie sehr verwundbar? Hat sie Lehren aus der Pandemie gezogen? Ja, was muss man noch besser machen? Ja, man kann die Pandemie, die Krise als großes Lernmodell, mal positiv gesehen, vorstellen. Man braucht vor allen Dingen in der Politik wie auch in den Unternehmen so etwas wie eine Taskforce, die sich damit beschäftigt, die mit Unsicherheit umgeht. Es bleibt ja weiterhin ungewiss. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die setzen auf Elektromobilität die Kunden nicht mitnimmt, die bei den steigenden Preisen und den Mangel an Versorgung vielleicht kritisch werden könnten. Aber nochmal ein anderer Punkt. Die deutschen Hersteller haben sich darauf eingestellt. Aber die Konkurrenz kommt aus Amerika in der Elektrosache. Also Tesla ist allerdings auch, macht alles selber in den USA bisher. Das ändert sich, klar. Oder auch Apple, der neue Konkurrent vielleicht. Da denkt man, die machen alles in Taiwan. Aber das stimmt gar nicht. Die werden zugeliefert aus anderen Ländern. Und selbst Steve Jobs hat immer schon darauf geachtet, alles selber zu machen. Also der neue Chip für die neuen Rechner, das ist nicht unbedingt Automobil, wird jetzt auch bald in 2 Jahren in den USA hergestellt, in der Wüste. Okay, dann schauen wir mal, wo VW und Mercedes und BMW hingeht. Eine Wüste können wir hier in Europa nicht anbieten, aber vielleicht gibt es ja in Amerika noch ein bisschen Platz. Auf jeden Fall werden die genau zugehört haben und ich bedanke mich bei Ihnen, Professor Müller, nach Berlin. Vielen Dank, Frau Holz. Wir schauen auf die Märkte. Die Unsicherheit ist derzeit groß. Wir haben viele Bewegungen schon seit Jahresbeginn gesehen, aber gestern kamen aus den USA und heute auch aus Asien doch positive Vorgaben. Wir schauen auf die Märkte in Asien zunächst. Der Dow Jones hat 1,1% zugelegt, die Nasdaq 1,3% im Plus geschlossen und der S&P 500 0,8% höher. Und in Asien ein ähnlich freundliches Bild. In Shanghai ging es um 0,8% nach oben, in Hongkong sogar um 1,9%. In Tokio hat der Nikkei ein Plus von 1,1% geschafft. Und das ist natürlich immer auch wichtig mit Blick auf den DAX, denn hier richten sich die Frankfurter Händler natürlich auch nach den Vorgaben in Asien aus. Und wir schauen auf den DAX. Ein Plus von 151 Punkten, noch ziemlich nach Handelsbeginn. Der DAX bei 15.394 Punkten. Also etwas scheint die Nervosität zurückgegangen zu sein. Aber trotzdem muss man sagen, es gibt eine hochpolitische Nervosität im Moment. Das liegt am
Russland-Ukraine-Konflikt. Es herrscht Krisendiplomatie, man versucht alles. Der Bundeskanzler war in Washington. Gestern gab es ein wichtiges Treffen in Berlin. Und es gibt aber immer noch keine Lösung. Und die Frage ist natürlich, wie sicher ist denn eigentlich noch unsere Gasversorgung? Denn auch die Nord Stream 2 Pipeline steht zur Disposition. Und damit ist auch die Versorgungssicherheit in Deutschland und in Europa gefährdet. Also wie sicher ist unsere Gasversorgung, noch ein ganz wichtiges Thema. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Anke Tuschig vom Bundesverband für Energie und Wasserwirtschaft. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Tuschig. Ja, wie ist es um unsere Gasversorgung bestellt? Wie schauen Sie gerade als Bundesverband für Energie und Wasserwirtschaft, Sie beschäftigen sich ja damit tagtäglich, auf diesen Konflikt? Also lassen Sie mich ganz am Anfang sagen, auch in diesem Winter bleibt die Heizung warm. Wir als Branche, als Gaswirtschaft gucken natürlich mit gespannter Aufmerksamkeit im Moment auf die Gasversorgung. Das hat verschiedene Gründe. Es ging im vorigen Jahr schon verrückt los. Nach Corona sind viele Wirtschaftszweige wieder angesprungen, hochgelaufen, und zwar zeitgleich auf der ganzen Welt. Und das hat zu einem enormen Gasbedarf geführt. Die Mengen waren da, aber die Preise sind gestiegen. Angebot und Nachfrage ergibt sich immer schön. Und diese Preisrallye, die ist noch nicht beendet. Das war die erste Belastung für die Gaswirtschaft. Und das hat sich noch nicht erholt. Also ich will damit sagen, wir haben im Moment eine leichte Entspannung, aber dass wir wieder zu den Gaspreisen zurückkommen vor Corona, das gestaltet sich sicherlich als schwierig. Und selbst unsere Gaseinkäufer, die langfristig eingekauft haben, bei denen kommen jetzt mittlerweile auch diese hohen Weltmarktpreise an. Aber wir haben jetzt, dieser Konflikt, das ist ja doch etwas, was natürlich im Moment viel mehr Menschen beunruhigt. Es geht tatsächlich ans Eingemachte. Immerhin ist Russland für die Hälfte des europäischen und deutschen Gases auch zuständig. Also wie beunruhigt sind Sie? Sie haben gesagt, wir müssen nicht in der kalten Wohnung sitzen. Aber wenn denn alles zusammenbricht, also die Gasleitungen aus Russland, wir nicht mehr versorgt werden mit russischem Gas, was passiert da konkret? Ja, also das ist der zweite Punkt, auf den ich jetzt komme. Wir gucken da wirklich gespannt hin, weil es ist eine politische Angelegenheit. Ich will dazu sagen, Russland ist seit langem ein Lieferant für uns und Russland hat seine Verträge alle erfüllt. Es gibt drei Leitungen aus Russland, die Nord Stream 1 im Betrieb, die Yamal und die Transgas. Sie haben die Nord Stream 2 angesprochen. Das wäre eine zweite Leitung, die neben der Nord Stream 1 ja dazu käme. Wir haben aber in Europa noch ganz viele andere Gasleitungen. Wir haben wirklich ein ganz vernetztes System. Wir haben Gasspeicher und wir haben verschiedene Quellen. Also neben Russland, die tatsächlich der Hauptlieferant sind, aber auch Norwegen, Niederlande. Und was sich seit jüngstem richtig stark entwickelt hat, sind LNG-Importe. LNG ist... Das müssen Sie erklären, LNG. Aber das machen Sie gerade, sorry. Gerne, kein Problem. LNG wird landläufig immer als Flüssiggas bezeichnet. Es ist in Wahrheit flüssiges Erdgas. Das heißt, Erdgas wird runtergekühlt auf minus 162 Grad Celsius. Damit verliert es extrem an Volumen. Also ich kann es auf ein 600stel runterbringen und damit kann ich Schiffe füllen. Die Schiffe kommen über die Ozeane, landen an Europas Küsten wieder an. Dort wird aus dem flüssigen Erdgas wieder das Gas gemacht, indem es also wieder regasifiziert wird, erwärmt wird. Und das ist der Vorteil, dann kann es genau wieder eingespeist werden in das vorhandene Gassystem. Wie gut sind wir denn versorgt mit Flüssiggas? Also ist das etwas, was sofort sozusagen eintreten kann? Kommen genug Schiffe von woanders her, um die Gasversorgung sicherzustellen hierzulande? Also die größten LNG-Lieferanten sind Australien, die USA und Katar. Es gibt auch noch andere, aber das sind so die wirklich richtig großen. In der Vergangenheit sind die meisten Schiffe direkt nach Asien gegangen, insbesondere Ostasien.
Man schätzt, dass Asien ungefähr 2/3 bis, sagen wir mal, über 70% des LNG weltweit einkauft. Und dadurch, dass wir jetzt mit dem Erdgaspreis doch deutlich uns an den Weltmarkt, also weiter nach oben bewegt haben, werden wir auf einmal auch interessant als LNG-Lieferant, als LNG-Importeur. Das heißt, wir nutzen dann auch das LNG, kaufen das LNG zunehmend. Man muss sich das so vorstellen, die Schiffe sind meist auf den Weltmärkten und Weltmeeren unterwegs und je nachdem, wo etwas aufgefordert wird, dreht so ein Schiff bei und ändert seinen Kurs und sagt, ich lande jetzt dort an. Wenn Sie wirklich an der Quelle anrufen und sagen, ich brauche jetzt mal 2 Tanker mit LNG, dann sind die auf den Weltmeeren so zwischen 10-12 Tagen unterwegs. Aber Krisenvorsorge ist was anderes. Da warten wir nicht auf LNG-Schiffe. Krisenvorsorge bedeutet, es gibt einen Mechanismus in Deutschland und es gibt einen Mechanismus in Europa, wie man damit umgeht, wenn ein Lieferant ausfallen würde. Das bedeutet, man guckt sich die Gasverteilung an. Es gibt Industriekunden. Frau Dr. Duschek, ich muss leider ein bisschen kürzer fassen, weil unsere Sendezeit davon eilt. Ein ganz spannendes Thema. Ich möchte nur ein Wort haben. Müssen wir uns große Sorgen machen oder ist Panik nicht angesagt? Eine kurze Antwort, ja oder nein? Definitiv keine Panik. Nein, die Gaswirtschaft arbeitet ganz professionell auch mit der Politik zusammen. Wir kommen gut durch diesen Winter und auch durch den nächsten Winter. Eine sehr beruhigende Antwort und mit großem Dank zurück. Und damit endet diese Sendung. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Wir haben einiges Beruhigendes gehört und werden viele Themen noch weiter verfolgen. Bleiben Sie dran. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind.